Bei Normen ist es so, man sollte vielleicht mal da reingucken, was da drin steht, bevor man sich da auf die Pirsch begibt mit dem Blower-Door-Gerät, weil viele behaupten einfach, sie machen eine Messung nach Norm, und wenn man dann dem Ganzen etwas auf den Zahn fühlt, dann bleibt da nicht immer viel davon übrig. Ihr habt was ganz Tolles in der Schweiz. Das ist die Rilumi, die Rilumis, wie auch immer ihr sagt. Da steht die gute Nachricht zuerst mal drin. Die neue Norm ist fast dasselbe wie die alte Norm. Wir gehen jetzt heute hier, ich gehe von einiger Kenntnis der 13.829 aus hier in diesem Kreis, und wir betrachten uns jetzt einfach mal die Unterschiede, was ist da wirklich neu, was ist da geändert. Und diese Rilumi sind wirklich einzigartig, wir werden da nachher noch ein bisschen was davon hören. Und sowas in der Form, also in dieser Tiefe, haben wir in Deutschland nicht. Wir haben drei Verfahren definiert in der 972. Um es abzukürzen, die Schweiz hat sich entschieden für das Verfahren 2. Wir werden uns wahrscheinlich in Deutschland so Richtung Verfahren 3 begeben. Das Verfahren 2, Verfahren 3 ist ja im Prinzip so ähnlich wie das Verfahren B in der alten 13.829. Also alle absichtlich vorhandenen Öffnungen werden abgedichtet, Türen, Fenster, Falltüren geschlossen. Die Frage ist immer, was ist eine absichtlich vorhandene Öffnung? Aber das definiert halt die Rilumi. Wir haben auch definiert, was bedeutet es eigentlich, das Schließen einer Öffnung. Also wir schließen die Öffnung nur, wir kleben sie nicht ab. Wenn wir uns das genauer mal anschauen, wird es in der nächsten Folie deutlich, was ist Abdichten einer Öffnung. Also wir unterscheiden in der Norm zwischen Schließen und Abdichten. So geht es natürlich auch. Eine etwas schwierige Leckage. Wir können jetzt diskutieren, ob das eigentlich abgedichtet gehört oder nicht. Ein ganz anderes Thema. Aber das ist das, wo die Norm dann schon mal unterscheidet. Und ich sollte es dann auch angeben in meinem Prüfbericht. Ein ganz wichtiges Thema, was jetzt viel mehr in die Diskussion kommt in jüngster Zeit, das ist die Kalibrierung der Geräte. Wir haben die ganze Zeit, wenn man jetzt von den Minneapolis Blower Doors ausgeht, mit denen wir auch arbeiten, haben wir immer die DG700 kalibriert, also die eigentlichen Druckmessdosen. Die Gebläse, das war nie so im Thema. Aber wenn wir uns jetzt da begeben in Richtung DAX-Kalibrierung, was eben schon mal dargestellt wurde kurz, dann wird es wichtiger, die Gebläse zu kalibrieren. Die Blower Door GmbH empfiehlt inzwischen oder gibt vor, alle 4 Jahre die Gebläse kalibrieren zu lassen. Wer sich dafür interessiert, wie das Ganze abläuft, wir haben einen Blog, der heißt airtight-junkies.de. Da haben wir gerade, wir haben das Prüflabor besucht in Deutschland von diesen Gebläsen. Da sieht man eine Abbildung. Was geschieht da eigentlich? Wie machen die das? Und wie aufwendig ist das? Und da haben wir ein paar Interviews gemacht, und das folgt jetzt in 1-2 Wochen, kommt da noch ein Kurzfilm dazu, wo man einfach diesen ganzen Ablauf der Kalibrierung mal kennenlernt. Die Genauigkeit der Messgeräte wird in der 972 etwas anders definiert. Wir haben bei den Druckmessdosen eine Genauigkeit von 0 bis 100 Pascal, von einem Pascal plus und minus. In der alten Norm, in der 13.829, waren plus minus 2 Pascal im Bereich von 0 bis 60. Also hier eine deutliche Änderung. Das Ganze wird ein wenig genauer. Wir haben auch hier nochmal ein Instrument, was für unsere Blower-Door-Messung normalerweise benötigt wird. Wir haben einen Thermometer, weil wir ja die Luft, die Temperatur bestimmen müssen. Und die Thermometer sind inzwischen auch etwas genauer oder sollen genauer sein. Eben von plus minus 0,5 Kelvin, und in der alten Norm war es eben plus minus 1 Kelvin. Bei den Volumenstrommessgeräten hat sich eigentlich nichts verändert. Da ist Genauigkeit von plus minus 7% des Messwertes. Da ist jetzt eigentlich auch nichts großartig passiert. In der 972 steht
auch nochmal explizit drin, der Satz, dass die Genauigkeit in hohem Maße von den angewendeten Geräten und der Ausrüstung sowie von den Umgebungsbedingungen abhängig ist, unter denen die Daten gewonnen werden. Das wird nochmal richtig rausgestellt und wir haben dann weiter eine Aufklärung des alten Sachverhaltes, was die Höhe des Gebäudes, des zu messenden Gebäudes und die Temperaturdifferenz anbelangt. Wir haben nämlich das Produkt aus der Differenz der Temperatur, also minus 20 Grad, ne halt minus 10 Grad außen plus 20 innen, so definieren wir das in Deutschland, in der Schweiz ist das stellenweise sicher mehr, multipliziert mit der Höhe angegeben in Metern, darf inzwischen nur noch 250 MK sein. In der alten Norm, in der 13829, waren es 500. Für Kenner der Materie, die alte Geschichte kennen, warum das 500 waren. Das Problem war das, die haben von der Höhe des Gebäudes, sind die von dem ganzen Gebäude in der 13829 ausgegangen. Und die 9972, sowohl vorher als auch nachher, von der druckneutralen Zone. Und es ist dann, gut, meine Zeichnung hinkt ein wenig, wir verlängern sie ein bisschen. Die druckneutrale Zone ist dann ungefähr nur die Hälfte. Deswegen steht in der neuen eben 250 drin und in der alten stand 500 drin. Das ist eigentlich nur ein Hilfsmittel für uns, um festzustellen, fahren wir überhaupt raus zu messen. Wenn ich im tiefsten Winter jetzt messe und weiß die Temperaturdifferenz am Standort in etwa, weiß die Höhe des Gebäudes, kann ich mir relativ einfach ausrechnen, hat es überhaupt einen Sinn zu messen. Weil wenn ich das hier überschreite, ist es unwahrscheinlich, dass ich eine zufriedenstellende natürliche Druckdifferenz erhalte vor und nach der Messung, die wir aufnehmen müssen. Die darf 5 Pascal nicht überschreiten. Genauso was den Wind anbelangt, haben wir eine kleine Veränderung. Das sind aber alles Empfehlungen. Das heißt nicht, dass wir da nicht messen können, sondern das ist einfach eine Empfehlung. Es könnte sein, dass die Messung in die Hosen geht, heißt es übersetzt. Wir haben hier eine kleine Veränderung im Sinne von der Windstärke nach Beaufort. Bei der neuen Norm heißt, wenn die Windstärke nach Beaufort 3 erreicht, in der alten Norm hieß es übersteigt. Wenn man genauer hinguckt und die Beaufort-Skala ist, wie auch in der alten Norm, auf der letzten Seite der neuen Norm, ganz hinten, dann stellen wir fest, dass Beaufort 3,4 bis 5,4 Meter pro Sekunde sind. Also sowieso diese 6 Meter pro Sekunde, die wir ganz oben stehen haben, mein Zeiger, hier sind da noch gar nicht erreicht. Also normalerweise kann man schon bis Richtung 4 messen, kommt immer auf die Umgebung an, beziehungsweise auf die genauen Windverhältnisse. Wir haben auch wiederum diese alte Geschichte, wir haben immer so die Diskussion gehabt, Verfahren A, Verfahren B, wann ist es eigentlich gedacht und so weiter. Antwort ist immer im fertigen Zustand. Das Gebäude muss fertiggestellt sein und durch eine vorgezogene Luftdichtigkeitsmessung der Luftdichtheitsschicht können Leckagen einfacher repariert werden. Das ist das, was wir auch in Deutschland die ganze Zeit praktizieren. Ich denke, da geht mein Nachfolger, der Rilumi macht, nochmal genauer darauf ein, was hier in der Schweiz gefordert ist oder wie das hier gemacht wird. Wir haben jetzt hier, bei jedem Verfahren ist definiert, was wird abgeklebt und was nicht. Und wir haben eine Sache, wo wir zum Beispiel in Deutschland im Moment eine Riesendiskussion wieder haben, was ist mit den Dunstabzugshauben. Die sind hier ganz klar definiert, dass die abgedichtet werden können. Die ventilatorgestützten Lüftungs- und Klimaanlagen, also all dieses Ganze, was wir die ganze Zeit praktiziert haben, auch das nach wie vor. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die auf einmal fehlt in der neuen Norm und das halte ich für sehr unglücklich, das ist diese Geschichte mit der Zone, dass das ganze Gebäude eine Zone sein soll. In der alten Norm stand drin, Druckunterschiede innen von weniger als 10%.
Das bedeutet im Klartext, ich habe ein riesen Bürogebäude. Ich baue hier meine Blower da ein, messe da 50 Pascal Druckunterschied, gehe ans andere Ende des Gebäudes, messe da und brauche da noch mindestens 45 Pascal. So haben wir es praktiziert. Und wenn wir das nicht gemacht haben, beziehungsweise wenn wir festgestellt haben, dass die 45 Pascal da hinten gar nicht mehr ankommen, dann war klar, da ist irgendwas faul. Und das steht jetzt nicht mehr als Forderung in der Norm drin. Sehr unglücklich. Wir haben die vorausgehende Prüfung. Das ist auch Teil der Norm. Das heißt, wir haben so die Geschichte im Internet, da wird die Blower-Messung angepriesen für, muss ein Franken hier mich ausdrücken, gell? Aber ich denke, ihr versteht mich auch, für meinetwegen 150 Euro oder für 100 Euro steht drin nach Norm, entweder 13829 bei uns, und dann haben wir eben, steht nochmal die Leckagesuche extra, und das ist einfach falsch, weil die Leckagesuche, also diese vorausgehende Prüfung mit den großen Leckagen, steht in der Norm drin. Große Leckagen, möchte ich gar nicht drauf eingehen. Klaus Vogel wird uns nachher richtig viel berichten, was Leckagen anbelangt. Also vorausgehende Prüfung steht auch in der 9972 wieder mit dabei. Unsere Differenzdruckmessreihe ist genauso letzten Endes. Wir haben die natürliche Druckdifferenz vor und nach der Messung. Wir haben mindestens 5 Messpunkte Abstand, nicht mehr als 10 Pascal der Messpunkte voneinander. Die größte Druckdifferenz muss 50 Pascal betragen, bis 100 wird empfohlen. Kleinste etwa 10 Pascal oder 5 mal die natürliche Druckdifferenz. Dieses Wörtchen etwa ist neu. Das stand in der 13829 nicht. Da stand einfach 10 Pascal, da gab es immer wieder ein bisschen Stress. Rilumi macht da ganz andere Forderungen von den Druckstufen. Das hören wir nachher. Und zur Erfüllung der Norm genügt eine Messreihe. An anderer Stelle wird 2 Messreihen, also Unterdruck und Überdruck, empfohlen, ganz klar. Aber wie das so ist in Normen, wenn da steht empfohlen oder könnte oder sollte oder dürfte, dann heißt es ja nicht muss. Aber hier ist ein wenig da etwas anders gefordert. Nur so steht es in der Norm drin. Wir haben dann eine Veränderung, was die Nichtwohngebäude anbelangt. Hier heißt es ja Zweckbauten. Da war die ganze Zeit das Ganze nicht auf Zweckbauten in der 13829 beschränkt, sondern auf Gebäude größer von etwa 4000 Kubikmeter. Auch Wohngebäude, die so groß waren, durften dann mit 25 Pascal gemessen werden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall nach der neuen Norm, sondern nur noch die Zweckbauten, nur noch die Nichtwohngebäude. Und das muss dann im Prüfbericht vermerkt werden, dass die Anforderungen eben nicht erfüllt sind und diese ganzen Geschichten, also muss im Prüfbericht mit dabei stehen. Berechnung des Innenvolumens ist für die Schweiz, glaube ich, war schon immer so, wie es hier steht. Nach der 13829 war es Nettogrundfläche mal Raumhöhe. Und Nettogrundfläche mal Raumhöhe hat zu manchen Irritationen geführt, macht das Ganze natürlich etwas aufwendiger. Inzwischen sind es die Gesamtinnenmaße des Volumens, die angegeben werden müssen. Gesamtinnenmaße des Innenvolumens, so ist es richtig. Und in Deutschland wird da im Moment etwas dagegen gewettert, weil natürlich, je größer das Volumen ist, desto besser wird der Wert und automatisch werden jetzt die Häuser ein klein wenig besser, wenn man nur nach dieser Rechenmethode vorgeht. Wir haben Anforderungen an die Qualität der Messkurve mittlerweile drin, die schon immer mit der Minneapolis gearbeitet haben, mit dem ganz normalen Prüfbericht, da war das schon immer integriert. Also wir hatten schon immer der Strömungsexponent, also die Steigung der Kurve 0,5 bis 1, das durfte eigentlich nie überschritten werden oder unterschritten, sonst war da irgendwas faul. Dieses Bestimmtheitsmaß hieß bei uns immer Korrelationskoeffizient. Das ist einfach die Lage der Punkte auf der Kurve oder auf der Geraden. Wie weichen die ab? Und irgendwann hat das System gestreikt und hat gesagt, du bist bei 0,7. Und dann musste man eben nochmal messen, beziehungsweise konnte unter Umständen zuletzt auch einen Punkt noch rausnehmen. Wenn es denn mit der restlichen Norm zusammengepasst hat, das steht jetzt wieder in der Norm drin. Und
wird sicher dann auch in den Prüfbericht so weiterhin integriert. Die Einheiten sind ein wenig anders. Alles heißt irgendwie Q, außer dem N50-Wert. In der Schweiz nochmal eine extra Bezeichnung. Aber man hat da für etwas Verwirrung gesorgt und hat dann nur den N50-Wert da belassen, wo er war. Was den Prüfbericht anbelangt, auch da, alles dieser ganze Firlefanz, den ich hier darstelle, stand alles schon in der 13.829 drin, was da drin stehen muss. Natürlich Angaben, um das Objekt zu identifizieren, den Verweis auf die Norm, die gemessenen Teile des Gebäudes, na, dass man da vielleicht irgendwas mal weglässt, was vielleicht etwas undichter ist, ohne dass es jemand merkt, zum Beispiel ein Dachgeschoss, Mehrfamilienhaus, misst man alles nur nicht das Dachgeschoss, da lässt man schön zu. Dokumentation von Berechnungen stand immer schon drin, Zustand aller Öffnungen in der Gebäudehülle, die Tabelle der erzeugten Druckdifferenzen und deren zugehörigen Volumenströme, natürlich die Leckagekurve, Größen dazu, das Prüfdatum, Beschreibung der temporären Abdichtungen und neu ist die Lage der Abdichtung der ventilatorgestützten Lüftung, weil das natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt in den einzelnen Zimmern die Tellerventile zuklebe oder außen an der Lüftungsanlage oder innen vor der Lüftungsanlage. Das ist einfach vom Ergebnis was anderes. Das möchte die Norm einfach neu haben. Spannend ist eigentlich, wenn man den Prüfbericht anschaut, wenn man das Ganze mal ein bisschen in Relation setzt, kann man auch feststellen, ob da jemand irgendwie getrickst hat, wenn man genauer hinguckt und weiß, wo man schauen muss. Was ganz neu ist, das ist jetzt, dass einfach mal nochmal gesagt wird, wie kann man Leckagesuche machen. Wir haben die ganz normalen Geschichten, Infrarot, Rauch, Anemometer, leider natürlich noch nicht Ultraschall. Weiterhin ist es möglich, den Luftstrom und Bauteile mit den Fingern zu fühlen. Dieses Verfahren ist jedoch aufgrund der individuellen Schwankungen zu ungenau. Das ist das erste Mal, dass das Handauflegen geadelt wird. Ja, das, was wir schon immer machen, darf man jetzt auf einmal. Da bin ich sehr froh, dass das jetzt mal einer kapiert hat. Okay, wir wären soweit durch. Was wir spaßeshalber ab und zu mal messen, sieht so aus bei uns in Deutschland. Da hat man dann Spaß, dann kann man die Norm einfach mal vergessen und kann dann auch einen Prüfbericht anfertigen, der sieht dann so aus mit einem N50-Wert von 704. Ich danke fürs Zuhören.